Zack McFly. Willkommen zurück. Ihr habt es gerade schon gehört, ich bin Zack McFly und ich zocke momentan Hop. Und für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, ich bin momentan ein bisschen erkältet, also entschuldigt, dass ich momentan ein bisschen huste und den Tee hier schlürfe. In den ersten beiden Folgen haben wir ein bisschen hier die Welt kennengelernt, unsere ersten Fähigkeiten kennengelernt. Und ja, wir erkunden jetzt einfach mal fröhlich hier weiter. Wenn ihr Spaß hier mit Hop habt, euch die Videos gefallen, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir auch ein Abo hinterlasst. Oder zumindest ein gefällt mir. So, jetzt gucken wir erstmal hier, wie wir weiterkommen. Hier ist jetzt nichts anderes. Also wieder hier hoch. Also unser Freund, der Steingolem-Riese, bla bla, hat uns erklärt, dass wir hier mit irgendwas aktivieren können. Leider spricht er nicht unsere Sprache, weshalb wir nicht genau verstanden haben, wie wir das aktivieren. Habe ich ein Inventar? Ich habe ein Inventar. Das sind diese Schwertfragmente, glaube ich. Aber da ich bis jetzt, also ich habe bis jetzt ja noch keins hier aktiviert. Und normalerweise, wenn was Neues kommt, zeigt das Spiel das dann an. Deshalb denke ich mal, ich habe das noch nicht, was ich brauche. Da oben war schon nicht. Hey. Das ist doch so ein Tresor. Der ist geöffnet. Also war ich hier doch schon, oder? Oh. Oh, nee. Bin ich eben scheinbar nicht weitergelaufen. Checkpoint. Wow, das sieht gut aus. Bisschen trostloser jetzt die Welt gerade geworden. Ah, Schnellreise. Dann könnte ich jetzt shoppen gehen. Oh, ich gucke erstmal hier hinten. Dip, 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 dip. Ah. Ich kann schon mal eine Opfergabe abgeben. Okay. Es ist auf jeden Fall diese Fragmente. Das ist genau das Richtige. Und hier in der Werkbank werde ich jetzt meine erste Fähigkeit kaufen. 50 habe ich. Ausweichen. Ein dritter, stärkerer Kombo-Angriff. Den brauche ich. Und ich probiere dann doch mal das Schild. Warum? Das ist rot. Das ist ein Fehler. Ja, bei dem einen hat er mir rot angezeigt, dass ich es nicht kaufen kann. Das andere sah aber so aus, als könnte ich es kaufen. L2 ist das Schild. Okay. Ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und dann geht's wieder zurück. Oder weiter.
Das sieht gefährlich aus. Oh, hier geht's runter. Das ist auch ein Steingolem. Der ist tot. Okay, das war jetzt ein Teil für was anderes. Vielleicht sowas, eine neue Fähigkeit wie dieser starke Schlag. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Schauen wir erstmal, was unter der Erde abgeht. Tresor. Falsche Taste. Warum hat er sich... Er hat ganz komisch geduckt. Deshalb hat er nicht richtig... Ist er nicht richtig gesprungen. Okay, ich war da unten fertig. So, genau. Ich wollte mich sagen, da hinten... habe ich gesehen, dass es nochmal einen anderen Weg runter gibt. Da komme ich aber gerade noch nicht dran. Du bist böse? Bist du böse? Oh, was hast du? Eine böse Krabbe. Ein Loch. Ah, da geht's auch runter. Spring. Ah, okay, hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Genauer gesagt, hat's gar nichts gebracht. Ja, kommt her, ja, kommt her, ihr Krabbe. Soll ich das Schild mal ausprobieren? Komm her. Man kann leider die Kamera nicht drehen. Das ist ein bisschen blöd. Ah, das Schild ist schon stark. Ich bin ein Krieger, Jungs. Ich bin ein Krieger. Hier geht's nicht weiter. Hui. Der hat mir einen mitgegeben. Okay. Also ich habe gesehen, man kann da links hochklettern, aber ich will erst noch mal kurz gucken, was hier sonst so ist. Aha! Der attackiert also auch die Bösen. Die Dinger muss ich auch irgendwann öffnen können. Oh, da oben ist der Faust. Wette, das ist eine Abkürzung statt der Treppe da. Genau, kann ich das hier nehmen? Was ist das? Das kann ich bestimmt hier reinstecken. Netzwerk aktiviert. Und eine Tür geöffnet. Aber jetzt kletter ich doch erst einmal hier drauf. Ui. Noch hier klettern, oder? Ja. Kann ich aber noch nichts mitmachen. Gehe ich erstmal weiter. Oh, ja, ja, ja. Komm nicht zu nah hier. Hä? Hat das jetzt Leben abgezogen? Das finde ich unfair. Das war mal ein starker Schlag. Ich springe auch noch genau in den rein.
Ausweichen. Ausweichen. Nein! Komm her. Wo ist die fiese Ratte? Der hat Schiss. Der hat Schiss. Das sieht aber ein bisschen gefährlich aus. Da. Ist das derselbe von gerade eben? Da. Nee. Ah, tut halt. Nein! Jetzt kann ich ihn besiegen. Rastet er aus. Zack, 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 kann ich auch. Okay, also erstmal den Schild wegboxen. Und dann sind die ein Klacks. Oh, oh, oh. Da hab ich sogar gesehen, die zucken. Ich hab Angst, hier drauf zu gehen. Weil das knistert so nach Strom. Tut mir doch auf jeden Fall weh. Und das sieht auch nicht so gesund aus. Ich probiere es. Und es war klar, es ist Strom. Easy. Easy, easy, easy. Ash. Das ist an. Auch hier. Oh, oh, die Stacheln, aber was soll ich denn jetzt hier machen? Ah, klettern. Kletter, 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 kleiner Freund, kletter. Ich will jetzt nichts falsch machen hier. Irgendwie wieder dumm runterspringen oder so. Aha. Ob ich mir noch mal so eine Ladung holen kann, da unten. Erstmal den Tresor, ich drücke immer die falsche Taste. Auf jeden Fall kann ich da nochmal das Netzwerk aktivieren. Oh, was schießt denn hier? Dumm. Ah, hier kriege ich die neue Ladung. Die nehme ich mir auch direkt. Aktiviere jetzt hier das nächste Netzwerk. Ich habe einen neuen Weg freigeschaltet. Ah, hier ist die Faust. Zack, Faust. Ah, oh, da wollen gleich die
gerade wieder Stress. Oh, das war ein bisschen laggy hier gerade. Oh, pass auf, Strom. Hier war da nochmal irgendwo eine Faust, ja. Ist es doch. Ist wahrscheinlich einfach nur ein Weg zurück. Oder ich sag mal eine Abkürzung. Ah ja, das habe ich eben freigeschaltet. Ui, das habe ich nicht gesehen. So, das ist wahrscheinlich. Da war ja gerade so das Gegenstück auf der anderen Seite. Vielleicht so eine Brücke. Schaffen die dann oder so? Sorry. So, Checkpoint. Bup. Alle Tiere klingen wie Hühner. Das ist Hopp. Oh. Neue Fähigkeit. Ist das jetzt hier hochgefahren? Wir werden es wahrscheinlich gleich erfahren. Ah, das ist die Brücke, auf der ich gerade auch gelaufen bin. Oh, und wie ich es gesagt habe, ist eine Brücke. Oder sowas wie eine Brücke. Ja, wo will ich denn hin? Ich weiß, wo ich hin will. Oh, das klingt, als wäre es auf Zeit. Kletter. Okay. Ja, ein bisschen gebraucht zu reagieren. Und los. Erstmal rüber. Gucken, wo ich bin. Da fällt man runter. Ich nehme erstmal den Weg. Jetzt bin ich zurück. Ja, es ist ein bisschen blöd, dass man die Kamera nicht drehen kann. Ah, doch, ich erinnere mich an diese Treppe. Da bin ich ganz am Anfang runtergefallen. Alles richtig hier. So, das heißt, wir können jetzt hier das aktivieren, aber ich mache erstmal wieder einen Cut. Und dann erfahrt ihr in der nächsten Folge, wo es dann dahin geht. Ich bin immer noch sehr begeistert von dem Spiel. Die Rätsel sind jetzt
jeden Fall jetzt noch nicht so knackig. Die Kämpfe bei manchen Bossen auf jeden Fall schon fordernd. Jetzt nicht so, dass man sich einfach da durchhacken kann. Und ich stehe total auf das Level-Design. Also dieses, ne, du läufst da rum und dann fährt das hoch und du kannst dann wieder zurück und dann fährt das wieder zurück und dann irgendwie alles auf einem kleinen Bereich, aber super viel, was man machen kann. Gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ja, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Haut rein!